Wir berichten live aus der Mii-Präfektur im Süden der japanischen Insel Honshu, wo ein Rennen stattfindet, bei dem im Laufe der Jahre viele Titelentscheidungen gefallen sind. Einige waren klar, andere extrem umstritten, aber alle haben dazu beigetragen, dass der große Preis von Japan aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken ist. Wir befinden uns heute auf dem Suzuka Circuit südwestlich der Stadt Nagoya, die einzige Strecke im Kalender in der Form einer 8. Rundenlänge 5,79 Kilometer, 18 Kurven und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 218 km/h. Mit offenem DRS kann man am Ende von Start und Ziel in Kurve 1 überholen, aber die beste Möglichkeit für eine Attacke auf den Vordermann ist vermutlich ausgangs der 130R-Kurve, die Zufahrt auf die letzte Schikane. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Leclerc, Alexander Albon und Perez. Ricardo, Ocon, Sainz und Lance Stroll. Quert, Norris, Sebastian Vettel und Magnussen. Gasly, Giovinazzi, Kimi Räikkönen und George Russell. Schumacher, Richards, Grosjean und Nicolas Latifi. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Ja, und da sind wir zurück zu Let's Play F1 2020. Ja, gehen wir uns rein, liebe Leute. Auf geht's. Von P20 müssen wir doch noch uns rennen, weil hinter uns stehen noch Grosjean und Latifi, der hat Positionsstrafen bekommen wegen Teilewechsel. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Naja, mal gucken, was heute drin ist. Vielleicht wieder so eine Aufholjagd. Rang 20 hat uns ja Glück gebracht in Russland. Da ist es ja tatsächlich in den letzten zwei Runden nochmal zu einem guten 10. Rang noch gekommen. Haben wir zumindest einen wichtigen WM-Punkt mitgenommen. Das wollen wir natürlich heute auch wieder, aber ja, wir mal schauen, was drin ist. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Kein Regen erwartet, das ist gerade auch die Meldung aus der Box. Wobei, ja, der Regen, der kam ja auch im da gab es ja Regen im Qualifying schon. Ganz, ganz, ganz kurz hatten wir mal eine Pole-Inne. Da hatten wir die schnellste Zeit. Und dann kamen sie alle anderen. 20 Mann, die sich noch vor uns setzten. Einer hinter uns wegen der Gridstrafe. Wegen Teilewechsel. Naja, mal gucken. Moment. So. Dann sofort wieder. So, müssen wir was erledigen kurz. Und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir uns aufs Rennen hoffentlich konzentrieren. Hier das wichtige, wichtige Japan-Rennen. Das ist Rennen Nummer 18, nächste Woche USA. Und dann kommen noch Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Also wir haben noch ein paar Rennen. Mal gucken.
Jetzt geht's in die Startaufstellung. Und dann geht's ins hoffentlich letzte Rennen ohne Punkte in dieser Saison. So, der Start ist schon mal erfolgreich. Wir sind jetzt dabei. Ich versuche jetzt gerade den Williams zu knacken hier. Den habe ich auch schon. So, bis Kimi. Den habe ich mir kassiert. 17 da. Also drei Autos haben wir schon mal kassiert. Wobei uns ein Auto mitfolgt. Das ist ein Williams, der dahinter klebt. So, vor uns jetzt Jonazzi, den versuche ich zu kassieren. Also, ich glaube, das ist ja doch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir den mal jetzt geholt haben. Also, Russell, Räikkönen. Ja, und Mick, klar. Also, drei Autos überholt. So, jetzt jage ich mich mal kurz gegen Magnussen durch. Klar, gab es die Berührung, aber. Ich bin mittlerweile auch keiner mehr, der zurücksteckt. Und ich versuche jetzt ein bisschen mich nach vorne zu arbeiten. Der nächste wäre Sebastian Vettel im Ferrari schon. Der ja ganz hinten ist, der drittplatzierte aus dem letzten Rennen in Russland. Aber wir arbeiten. So, der nächste, der jetzt hier angreifen wird, ist ein Haas. Da kann ich auch gerne zumachen. Ja, es ist ein Unterschied jetzt auf einmal mit dieser 70%igen 70% Boah, der Haas, der geht aber richtig, aber gut, klar, die sind schneller als wir. Gasly und Vettel, die nächsten beiden, die sich jetzt vor uns setzen. Dicker Fehler beim Einfahren in die Haarnadelkurve. Gott sei Dank. Dieser Fehler nicht bestraft. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen wieder mich abzusetzen. Klar, Magnus, der greift jetzt natürlich an. Einen Rückspurwechsel darf ich machen, den habe ich ja gerade. Oh, das ist einer ausgeschieden, oder? Die Frage ist, wer bringt es jetzt auf Platz 14? Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Safety so. Car deployed. The safety car, weil Valtteri Bottas ausgeschieden ist. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. So, wir holen Safety Car. The Safety Car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the Safety Car. Das müssen wir auch selten bedachten. Aber auf einmal sind wir wieder dran. 14 da, 4 Autos fehlen uns noch. Dann hätten wir zumindest, wären wir wieder, was die Punkte betrifft, mit da von der Geschichte allein. Jetzt bewusst ein bisschen auf Mager. Aber die Filmreifenwechsel ist leider zu früh. Der würde in Runde 7 kommen. Power from the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. Da müssen wir noch den Motor mal einbauen, wieder. Deswegen fahre ich jetzt bewusst auf. Mal auf eine Weile auf Mager, damit ich halt. Slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ich
versucht sie Vettel mal wieder so ein bisschen zu kassen. Ein bisschen aufzuholen. Vettel Gasly. So, die ersten, die jetzt natürlich reingehen, werden jetzt einige Fahrer sind, die auf Hard gehen, sehr wahrscheinlich. Ne, ist im Medium. Vettel is in the pits. So, plötzlich fühlen wir mal ein Rennen an. Das heißt, ich werde jetzt die Runde nachziehen, weil sonst verliere ich zu viel Zeit. Vor uns jetzt Norris Kwiat. Also Kwiat führt das Rennen an vor Norris. Und dann wir. Vor einem gewissen Magnussen. Bei dem ja die Formel 1 Karriere sehr unwahrscheinlich ist, dass sie weitergeht. Check your MFD for a new strategy option. Ja, ja, das ist schon klar, dass du jetzt gehen wirst. Copy that. Weil wenn ich jetzt nicht reingehe, dann mache ich mir das Rennen so kaputt. Ich meine, wir werden nie wieder zurückfallen. Was das auf der Punkte betrifft. Wir sind eigentlich schon viel zu spät dran. Wir hätten die Runde mitgehen müssen. Ich vermute, dass das Safety Car die Runde reingeht. Ja, momentan sind wir, was die Position betrifft, auf 14. Ich weiß nicht, wie viele Autos jetzt in der Box waren. Wenn das weiterhin so bleibt, dann müsste das bei 14 behalten. Dann sind wir mit wieder, was die Schlagdistanz der Punkte wird. Die Safety Car jetzt nicht reingeht. Bleiben wir unten ganz. Also das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall in die Box. Weil jetzt ist es Schwachsinn, nicht rauszubleiben. Klar fahren wir jetzt natürlich zurück, aber wir sind eigentlich schon in der Box. Da sind ein paar in der Box gewesen. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt insgesamt sind. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Ah, ich fahre fast eine Runde zu spät. So, 8 Runden haben wir noch hier in Japan. Eigentlich könnte ich es ja fast mal... Könnte ich ja fast wagen, wenn das nächste Safety Car kommt, auf Rot zu gehen. Versuche nochmal durchzufahren. So, ist voll. Und da sind einige, die noch nicht in der Box waren. Mal gucken, wie das jetzt wieder halbwegs da vorne spült. Ein paar Mal auch auf der Strecke überholt, die noch nicht in der Box waren. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Ja, ja, ich bin schon dran. Bin schon dran. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. So, auf geht's.
Wir wollen natürlich das Rennen mit einem guten Ergebnis beenden und dazu müssen wir wieder ein paar Autos überholen da vorne. Die Stadt haben wir ja schon mal sehr böse verpennt. Na, jetzt aber ein bisschen durch die bessere durch die Kurve gekommen. Wir jetzt irgendwann in die Box gehen wollen. Oder wer da jetzt so in die Box geht. Da noch keiner, ne? Keep managing your tires. Manage your tires. Schau mal, wer ist das gerade? Immer noch die Führung für Kwiat vor Norris. Das ist der aktuelle Stand, so wie ich das gerade auf der Karte gesehen habe. Was das Tempo betrifft, können wir gar nicht mitgehen mit den Fahrzeugen vor. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Ich komme immer wieder ran an die bei der Haarnadel an Lenz Stroll. So, da gehen die ersten in die Box und dann werden wir mal schauen, was es das jetzt da vorne gespielt hat. Oder wie weit vor allen Dingen. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Jetzt sehe ich nur auf Platz 18. Also wir haben sogar 4 Plätze verloren durch diesen fehlerhaften Boxenstopp. Oder sei denn, da sind noch ein paar Autos draußen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt am Finale werden wir es natürlich in der bereinigten Version sehen, aber wenn wir nur auf 18 kommen, ist das natürlich auch ziemlich enttäuscht, weil wir eigentlich relativ gut dabei waren. Wir waren auf 14 hervorgefahren. Und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht sagen konnten, okay, man kann vielleicht ein paar Punkte mitnehmen. Der Stadt lief hier nicht so wie in Russland. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass wir noch einer nicht in der Box waren. Wenn wir so 4-5 Autos noch nicht in der Box waren, dann könnte es funktionieren. Ich denke, von hinten, wenn wir kaum noch Druck haben, 13 Sekunden vor Kimi Räikkönen, weil der auch langsam rankommt, aber ich gehe nicht davon aus, dass der uns so viel Zeit abnimmt. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tire. Our gap to the car in front is 2.1 seconds. Aha, Mick ist in der Box, also sind ein paar tatsächlich noch nicht drin gewesen. Mick is coming in for his stop. Ja, final haben wir doch nur eine Position gewonnen. Dann wird es Platz 13 werden mit 7 Positionen, die wir uns geholt haben. Leider wahrscheinlich keine Punkte, wenn kein Auto jetzt noch ausfällt. Ich weiß nicht, wie viel Druck wir jetzt noch von hinten bekommen. Wir haben noch 4 Runden nur noch. Also auf einmal sind jetzt
Ja, da vorne wird es nicht mehr gehen, denke ich mal nicht. Norris Kwiat, die beiden, die eigentlich weit vor uns waren und sogar zwischendurch in Führung waren, haben wir tatsächlich durch diesen Stop mit wieder überholt. Und die waren vor uns. Ja, Punkte wird es halt nicht geben. Das ist klar. Wenn jetzt nicht noch mehr Massencrash kommt, wird es Minimum 3 Autos aber scheiden. Denke ich, dass es nicht wird. 4 Punkte, 4 Positionen noch. Vorsprung momentan 5,1 Sekunden. Also, ja gut, der Norris, der kommt ran, ne? Klar, weil wir ein bisschen Power-Problem haben mal wieder. Ich glaube, ja, nicht das erste Mal die Saison. Russland haben wir es zum Fahrer des Tages geschafft. Hamilton Bestzeit. Ja, ich glaube, nur Ocon. Ja, müssen wir mal gucken. Das Ziel ist es halt Platz 6 gerne in der Fahrer-WM oder auch in der Konstrukteurs-WM, ne? So, Runde 10. We're leading our teammate by 13.3 seconds. Sogar 12 da jetzt schon. Also doch noch ein Auto in der Box gewesen zusätzlich. Die Frage ist, wer waren das? Und wenn das doch ein oder zwei Autos machen, dann können wir tatsächlich auch noch ein paar in mir und sicher was mitnehmen. Also ich will gerne diesen Platz verteidigen. Da vorne wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Okay, gap ahead is 6.3 seconds. Magnussen, kann das sein? Ich weiß es halt nicht, ne? We have 5 laps of fuel remaining. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Speed mit dem... Links, aber dadurch, dass der Norris auf einmal da angeflogen kommt, der wahrscheinlich mit DRS angeflogen kommt. Das heißt, wir müssen uns jetzt verteidigen gegen Norris und wahrscheinlich auch gegen Kwiat, der irgendwann dann auch mitkommen wird. Reingerettet gerade in Runde 11, also zwei Ründchen noch. Nach vorne, punktemäßig, geht nichts mehr. Sollte jetzt noch irgendwas passieren, klar, zwei Ausfälle oder so, dann werden wir nochmal nach vorne hüpfen, aber mal gucken. Den Norris, den möchte ich gerne noch hinter mir haben. Der Kwiat dahinter auch, weil die beiden wollen natürlich noch mal einen Schritt nach vorne machen. Weil ganz nach vorne wird es nicht gehen. Da war der Vettel in der Box, war ein Ferrari. Oder war das der Leclerc? Der jetzt noch hinter Kwiat hängt. Der in Ferrari ist mit drin. Dann war das der, der mit in der Box gestanden hat. Der noch mal in der Box war. Und wahrscheinlich Leclerc. Der auf Rot wo es gestoppt hat. So, Spoon. Meine absolute Lieblingskurve. Ah, den hat er mal ausgekontert, den Satz. So, ich versuche jetzt nochmal anzugreifen. So, das Gute ist, dass wir jetzt tatsächlich das DS haben, durch das Überholmanöver, weil er uns kassiert hat und wir hinten vor der Linie hinter Norris waren. Das heißt, noch eine Runde. Und die da hinten betteln sich nochmal. Mal nach vorne, wie gesagt, in Richtung Punkte. Never ever, aber 8 Plätze momentan gut gemacht. Und jetzt geht uns das DS kaputt, das was auch schon in der Quali passiert ist. Das heißt nur gucken, dass wir irgendwie das Auto verteidigt bekommen. There is a fault to the DRS. Ja, schon klar. You won't be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out.
Ich versuche mich jetzt gerade nur zu verteidigen, die beiden Jungs. Ich will diesen 12. Platz mitnehmen, das heißt, es wären 8 Plätze. Und ich hoffe, dass wir dann die Fahrer des Tages wären. Das zweite Mal hintereinander, ein bisschen weit rausgekommen mit der Haarnadel. There's 3 laps of fuel remaining. Was das DRS betrifft, haben wir jetzt gerade keine Chance mehr. Wir müssen uns tatsächlich so verteidigen. Wie der Norris, der jetzt dran ist. Kwiat direkt dahinter. Ich probiere das ein bisschen auf der Geraden aufzubremsen. Der geht jetzt auf die Seite. Und er macht den gleichen Move wieder. Er macht denselben Move wieder. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Aber ich krieg's wieder an der gleichen Ecke gekontert. This is your final lap. Final lap of the race. Nächste Runde. Letzte Runde. Norris Quersteher. Was es jetzt ein bisschen Luft zum Durchatmen gibt. Aber auch nur minimal, weil er direkt wieder dran ist an uns. Runde 13. Wir sehen jetzt gleich Ende des S's. Da hat es auch schon einige Schwerunfälle gegeben. So, Norris probiert es wieder, aber kommt nicht da rein. Ich lasse ihn nicht in die Lücke gehen. So, jetzt ab durch den Tunnel Richtung A-Nadel. Dann haben wir eigentlich größtenteils noch eine wirklich knifflige Situation zu verstehen. Und das ist halt die 130R. Da hat er es jetzt zweimal hintereinander probiert. Wieder ein nicht sauber durch die Ideallinie. Oder hinterher noch mehr Autos. Das ist jetzt knifflig da ohne Ende. Aber Luft haben wir ein bisschen. Richtung Spoon jetzt. Die letzte Variante. So, jetzt komme ich ein bisschen... Warte mal, der zweite Teil noch der Spoon. Doch, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich durchgekommen. Und haben den noch diesmal nicht an der Backe kleben. Gewinnen wir uns Max Verstappen. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, und ich probiere es jetzt mit Power. Diesmal kriegt Norris keine Chance, hier anzugreifen. Und dann geht es jetzt in die letzte Kurve, vorletzte Kurve. Also, jetzt vorletzte. Und dann geht es natürlich in die letzte Rechte. Und dann haben wir Platz 12 nach Hause gefahren. Zwar keine Punkte, aber ein gutes Rennen. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Punkte leider nicht mehr machbar. Und so ähnlich wie ich es vermutet habe, Fahrer des Tages. Das war wieder ein großartiger Grand Prix hier in Japan. Dieser brillante Erfolg hat den Applaus der Fans von den ausverkauften Tribünen mehr als verdient. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richards. Yes. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. By the way, war das übrigens nicht Leclerc, der noch in der Box war, sondern ich glaube Giovinazzi oder so, der relativ spät erst in der Box war.
Fahrer des Tages sind wir übrigens. Sie haben als einzige gute Position gut gemacht. Ja, genau, 8. Ja, und das ist okay. Bin ich eigentlich fast zufrieden. Aber ja, leider keine Punkte. Wir gucken mal kurz eben schnell auf die Ranglisten. Die Fahrer, wie der Fahrer, wir haben noch den zwei, nach den Nullnummern jetzt gegen Albon. Sind wir jetzt auf jeden Fall so einen 6. Platz los. Jetzt sind 10 Punkte Rückstand. Gott sei Dank, jetzt kommt die USA. Ach, das ist wieder so eine Strecke, wo es echt verloren werden kann. Knapp gegen Perez. Sainz hängt noch mit da irgendwo drin. Ricciardo, die haben mit einem starken Ergebnis jetzt auch nochmal Platz 3 15 Punkte aufgeholt. Also das ist jetzt... Ja, wir müssen langsam mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen verteidigen, weil es gibt mehr Kohle. Und ja, Platz 6 in der Konstrukteurs-WM sind auch nur noch 11 Punkte auf Renault und 29 auf Alpha Tauri. Also diesen 6. Platz möchte ich gerne behalten. McLaren schreibe ich jetzt gerade mal ab, den 5. Platz. Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Ja, mal gucken, was am Ende rauskommt. Gut. Das lag jetzt aber gerade auch ein bisschen an mir. Es waren jetzt zwei Strecken. Gut, eine Strecke Russland mit dem Pünktchen gerade mal. Wenn ich nicht jedes Mal die Quali so versemmeln würde, dann wird es im Rennen auch eigentlich gute gewisse Ergebnisse bekommen. Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? So. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? So. Okay, keine weitere Antwort. Klasse. Das war dann alles. Ja, dann war's das, liebe Leute, schon. Mit dem Rennen aus aus Japan natürlich. Wie gesagt, Platz 12 ist es dann am Ende geworden, final. Gegen Ricciardo werden wir wahrscheinlich schön den kürzeren ziehen. Der wird jetzt natürlich mal. Ja, damit war es das, glaube ich, oder? Ja, fast eigentlich. Ja, Ricciardo, der ist stark. Wir haben gar keine Chance, da irgendwas zu machen. Momentan kämpfen wir ein bisschen um die goldenen Ananas. Heute wäre vielleicht mit einer besseren Qualifikation ein bisschen mehr drin gewesen. Das fehlt von 10. Ich weiß gar nicht, wo der Schaden dazu war, okay. So, nochmal 3,3 Millionen nochmal dazu gekriegt, das ist gut. Ja, und das nächste Rennen, habe ich ja schon angekündigt, bisschen angeteasert, ist der große Preis der USA. Das sehen wir uns nächste Woche an. Bis dahin und tschüss.